Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Thomas Kellermann. Hallo. Servus, hallo. Thomas Kellermann ist der Küchendirektor in den Egerner Höfen in Rottach-Egern mit dem Zwei-Sterne-Restaurant Dichter, für das er auch eben hauptsächlich verantwortlich ist. Er war schon in der 10. Folge unseres Podcastes zu Gast und gestern waren wir mit unserem Gourmet-Club wieder hier zum ersten Mal in den neuen Räumlichkeiten. Und dann denke ich, ist mal wieder Zeit für ein kleines Update, denn die Folge, wo du schon mal zu Gast warst, war die Folge 10. Und jetzt sind wir ja weit über 100, um die 140 rum mit unserem Podcast. Und da ist sicherlich einiges passiert. Damals bei dieser Folge war Thomas Kellermann gerade aus der Burg Wernberg, wo er schon mal 2 Sterne hatte, hierher an den Tegernsee gewechselt. Damals hieß das Restaurant noch Dichterstuben, hatte 1 Stern. Und inzwischen ist es komplett neu entstanden, das Restaurant am neuen Ort, sehr modern geworden, auch optisch. Und der Name ist etwas direkter, statt Dichterstuben nur noch Dichter. Ja, und seit dem Guide Michelin 2023 auch hier dann 2 Sterne für Thomas Kellermann und sein Team. Für ihn persönlich das 2. Mal nach 2011. Das ist ja auch eine Zeit dazwischen, wo man sich als Mensch auch weiterentwickelt und das den ganzen Sterne-Zirkus, sag ich mal, in Anführungsstrichen, vielleicht mit anderen Augen sieht oder verändert sieht oder generell natürlich auch reifer geworden ist. Wenn du das vergleichst, die Bekanntgabe und das Wissen, aha, ich kriege den 2. Stern 2011 zu 2023. Wie ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied überhaupt? Ah, schon. Also ich glaube, das erste Mal, wenn du den 2. Stern bekommst, ist es große Freude. Das ist klar war da auch ein bisschen Druck dahinter, dass wir den 2. Stern haben wollen und aber zu 2023, wenn du dann einfach mal schon mal den 2. Stern gehabt hast und dann was Neues anfängst und den nicht einfach mal sofort bekommst, da ist dann einfach mal schon irgendwie noch ein bisschen eine große Erleichterung dann da, mehr. Natürlich auch eine große Freude. Was bei beiden gleich ist, du bist extrem stolz auf das Team. Das muss ich ganz ehrlich sagen auch, weil das ist natürlich auch, das ist wie eine Familie. Ja, und das muss man auch so sagen, du verbringst viel Zeit damit. Und wie sich dann auch die einzelnen Mitarbeiter entwickeln, das ist natürlich auch geil, ja, wenn du sowas siehst. Und das sehe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr als Vaterrolle, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es ist halt einfach mal so, dass ich jetzt wirklich auch noch älter geworden bin und früher war die... Und der Mitarbeiterschnitt bleibt ja wahrscheinlich immer relativ gleich, ne? Genau, also der Abstand wird immer größer. Genau, und da bist du einfach mal schon ein bisschen mehr, da ist es mehr so ein bisschen auch so, wie ist eine Vaterrolle, ich habe selber 2 Kinder, das ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem einfach mal ist es schon... Mentor ist das richtige Wort, natürlich. Genau, Mentor ist ein bisschen mehr das richtige Wort und das ist aber trotzdem einfach mal schön, dass es so ist. Und glaubst du, dass ihr in dem Jahr von 2021 auf 22, weil die Bewertung 23 sich ja im Grunde auf die Arbeit im Jahr 22 bezieht auch einen Schritt wirklich auch gemacht habt? Also ist da auch wirklich viel passiert oder war das eher ein kontinuierlicher Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat? Ja, es sind schon, also bei uns war, oder generell in dieser Zeit hat sich extrem viel alles gemacht. Also das ist ja, ich habe angefangen, muss man sagen, auch mit dem Hintergrund, hier die Egernhöfe generell die gesamten Gastronomie weiterzuentwickeln. Ja. Also ein bisschen ins neuere Zeitalter teilweise rein. Das ganze Hotel ist ja mehr oder minder komplett nicht wiederzuerkennen, wenn man vielleicht jetzt vor schon, dem Umbau genau, das wusste ich aber da, das wusstest du aber damals natürlich nicht, einfach, dass sich das so extrem wandeln wird. Und von dem her war das natürlich schon auch damals, einfach mal 2018, einfach mal auch noch viel außenrum. Und ich glaube, ohne meinen damaligen Sous-Chef, den ich mitnehmen konnte, Peter Mauritz, wäre ich also auf gut Deutsch komplett abgesoffen. Also da bin ich schon froh, einfach mal, dass der einfach mal wirklich da das sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, dann kam ja auch Corona, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist einfach für die ganze Welt, aber speziell auch natürlich einfach für uns in der Gastronomie einfach mal wirklich einen Bruch gemacht hat. Und wir hatten damals das Glück eigentlich, dass wir einen Inhaberwechsel, dass das geplant war und dass der neue Inhaber, das war das Glück, gleich gesagt hat, okay, wir möchten hier einfach mal ein Top-Hotel mit Top-Restaurant, das ist Sterne-Restaurant, war für ihn auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch. Und dann hatten wir wirklich das Glück, dass wir sagen können, okay, wir können komplett neues Konzept machen. Wenn du dann
zum ersten Mal, ich glaube, ich war wirklich, ich habe mir darüber nachgedacht, das war zum ersten Mal in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich wirklich mal mehr wie 10 Tage Zeit gehabt habe, nicht über Kochen nachzudenken und über den nächsten Gang, was machst du Neues, sondern wirklich, dass du mal sagen kannst, jetzt bist du mal im Kopf ruhig und da kümmerst dich um anderen Sachen. Da waren einfach mal gerade diese Bauarbeiten einfach mal das große Thema, die man mit begleiten durfte, und das war natürlich auch ein großes Thema. Wir konnten für die Bauarbeiter kochen, das war auch ganz anders und nett. Und da war zum ersten Mal wirklich auch so diese Pause da. Und dann einfach mal zu sagen, einfach mal leeres Blatt Papier, was willst du denn eigentlich kochen, wenn du das Gourmet-Restaurant aufmachst? Und damals wusste man noch nicht mal, wie der Name ist. Das war auch wieder eine Erfindungsphase. Also es war zum ersten Mal in meinem Leben, muss auch Riesenglück gehabt, einfach mal sowas mitzuerleben zu dürfen. Aber du bist ja jemand, der hatte da ja schon einen Stil, der sich entwickelt hat. Das heißt, dann überlegt man doch auch, was will man beibehalten, damit die Gäste, die einen über Jahre kennen, ja auch wiedererkennen und weiter folgen, weil die will man ja nicht verlieren, denke ich mal. Und gleichzeitig hast du wahrscheinlich überlegt, was könnte Neues hinzu oder verändert werden? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich generell von meiner Stilrichtung her immer jemand bin, der sich sehr für neue Sachen interessiert, aber auch sehr klar ist in seiner Kochweise und in seiner Geschmacksphilosophie. Das war mir schon immer wichtig. Ich wollte nie so ein Zauberer werden oder irgendwas sowas, sondern eigentlich ist bei mir was immer ganz ganz wichtig. Und deswegen fand ich es für uns eben interessant. Also deswegen hat mich mein Stil einfach mal, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil das eigentlich aus mir rauskommt. Das war mir klar, dass das einfach so ist. Und dann ging es eigentlich nur um das, ich wollte noch ein bisschen genauer werden, pointierter werden, exakter werden und auch ein paar Sachen weglassen. Auch den Mut zu haben, einfach mal wirklich auch was wegzulassen. Also ich hatte das gestern so wahrgenommen, ist wirklich auch schon lange her, dass wir mal auch mit dem Gourmet-Club auf Burg Wernberg waren, wenn ich das erinnere, dass ein bisschen eleganter geworden ist dadurch und ein bisschen reduzierter und dadurch ein bisschen eleganter, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube auch, das ist im Gesamten. Du hast damals auch auf der Burg Wernberg bestimmt auch Gerichte gehabt, die jetzt auch teilweise sich hier wiederfinden würden. Aber jetzt ist, glaube ich, in der Menge einfach mal von vorn bis hinten ist es eigentlich so. Das definitiv. Also vom Amos Girl bis zum Petit Four über, das fand ich, das ist bestimmt. Aber wenn das Restaurant komplett neu gemacht worden ist, Küche neu gestaltet und so weiter und so fort, und du auch deine Gedanken da einbringen konntest, wie es sein soll in der Küche, das ermöglicht, hat das auch neue Möglichkeiten oder neue Dinge ermöglicht, die sich auf die Qualität auswirken, weil, ich sag mal, andere Wege sind, andere, ja, modernere Bausachen, keine Ahnung, was da eine Rolle spielt, oder ist das gar nicht so entscheidend gewesen? Entscheidend war schon, glaube ich, dass dieses Gesamtkonzept dieses Restaurants wirklich für ein eigenständiges Restaurant auch so ausgelegt war. Das war, dafür haben wir uns entschieden, wenn wir Gott sei Dank auch die Inhaber und die Inhaberfamilie, Frau Ermann und Herr Ermann, auch in der Hinsicht auch volle Unterstützung gehabt und auch das Verständnis dafür gehabt, dass es wichtig ist, um dieses Restaurant auch erfolgreich zu machen. Und das ist, glaube ich, mit die kurzen Wege von Küche zu Service, dass es selbstverständlich ist und ich glaube, von neuen Techniken oder neuen Geräten haben wir gar nicht so viel, also was neu ist. Wir haben einen Stabmixer, den gibt es schon seit 100.000 Jahren. Ich sage jetzt mal, wir haben einen Paco-Chat, den gibt es auch schon in jeder Küche. Ich habe mir jetzt wieder Backöfen zugelegt, die mir wichtig sind, weil ich einfach mal das geil finde, einfach im Backofen einfach mal Soßen zu machen. Aber als anderes eigentlich verhältnismäßig sehr clean und Ding. Wir hatten natürlich auch vom Konzept her gesagt, wir wollen, dass die Gäste auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen in die Küche reinzuschauen. Das haben wir auch so gemacht. Wir haben diese Küche wirklich wunderschön gestaltet, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Gesamtkonzept zwischen dem Park, Berg, Park, Grün, dann die Bäume im Lokal und dann wiederum einfach mal die grünen Fliesen, mittlerweile die berühmten grünen Fliesen in der Küche, das ist halt einfach wirklich geil. Das ist halt wirklich, das kannst du wirklich nur machen, wenn du wirklich, sag ich mal, von null anfängst und auch einen Architekten hast und eben gesagt, einfach mal einen Inhaber hast, der einfach mal sagt, einfach mal, das ziehen wir jetzt einfach auch so durch. Und war das dann auch ein Spiel, wenn du dann die ersten Entwürfe gesehen hast, oder der Architekt hat Vorschläge gemacht und hat gesagt, vielleicht so oder das wird mir passen, auch schon immer an wie das dann auf dem Teller, was dazu passen könnte, oder so ein bisschen so Ideen, dass da so eine Interaktion zwischen
dem Raum und dem, was auf dem Teller grundsätzlich passieren könnte. Den Christoph Lampadius, unseren Architekten, war, bevor überhaupt irgendwas, irgendeine Zeichnung war, hat er mich gefragt, wie kochst du eigentlich? Oder was ist denn dir wichtig in der Küche? Mhm. Was ist dir wichtig? Ich sag mal, mir ist die Region wichtig, mir ist die Natur wichtig, aber ich bin auch ein moderner Mensch. Ja. Das ist so, wann diese Aussage. Und dann war es nächste Frage, möchtest du eine Terrasse haben für draußen? Ich habe gesagt, fürs Gourmet-Restaurant möchte ich keine Terrasse haben. Aber trotzdem soll es einfach mal auch sein, dass du die Terrasse nicht vermisst, wenn du im Sommer einfach mal hier bei uns sitzt. Und das waren die Eckpunkte und das hat er wirklich, finde ich, einfach mal sensationell umgesetzt. Und dadurch sind diese, erst war es ein Baum, der geplant worden ist in diesem Glaskubus und dann sind es letztendlich dann drei Bäume in diesem Glaskubus geworden. Und das war schon wichtig. Genauso, wo wir jetzt hier sitzen in unserem Separé, mir war wichtig, dass ich für einen größeren Tisch einen Raum habe, wo er sich nicht abgedrängt fühlt, aber trotzdem, sag jetzt mal, wenn du zu sechs bist und hast ein, zwei kleine Babys dabei oder Kinder dabei, dann fühlst du dich, glaube ich, hier wohler, weil du weißt einfach, wenn das Kind mal anfängt zum Schreien, dann fliegt dann gleich das ganze Lokal um und du hast trotzdem einfach einen schönen Abend. Ja. Oder ihr gestern einfach mal, ihr seid eine schöne Runde. Ja. Das, wenn du in einem normalen Restaurant machst, dann ist es dementsprechend einfach für den Zweitisch, der daneben sitzt, relativ blöd. Relativ blöd. Ja. Und so, glaube ich, haben wir das einfach mal super gelöst. Ja, das stimmt. Ja, du hast gerade deine Grundsätze gesagt, die haben sich auch in den Gerichten wieder gespiegelt. Ich will mal über ein paar sprechen, weil dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr eine Vorstellung davon, was mir gestern zum Beispiel sehr gut gefallen und ich glaube auch ein bisschen für das steht, was zumindest nach dem Menü zu urteilen die Küche aktuell ausmacht, war der Saibling aus dem Tegernsee mit Blumenkohl und Muskatblüte. Der Saibling ist so rund sozusagen gewesen. Ganz roh war der oder gebeizt oder wie ist der Saibling zubereitet? Saibling ist jetzt also wirklich dafür stämmig schon, also wirklich gefühlt 1000 Jahre begleitet. Also das ist auf der Burg Wermerk Lieblingsfisch hier auch. Ist gebeizt und wird dann roh, also flüssig gebeizt, also kurz angebeizt und wird dann geschnitten. Da ist auch die Schnittart eine Wichtigkeit, dass es jetzt nicht irgendwie runtergehackt wird oder irgendwas sowas, sondern einfach auch nicht zu klein geschnitten wird, sondern es ist wirklich wichtig, dass du auch wirklich im Mund einfach mal das Gefühl hast, einfach mal, dass da einfach mal noch mehr ist wie ein Tatar. Und dann finde ich es bei dem Gericht einfach auch wirklich, was wir eigentlich finden, dass es momentan eigentlich das beste Saiblingsgericht ist. Und das heißt was, also finde ich bei uns, ist einfach das mit dem Blumenkohl und mit dieser Muskatblüte eine extrem schöne Geschichte. Auch, dass diese Süße, sage ich mal, von diesem Blumenkohl auch noch und diese Cremigkeit rauskommt. Und dann, was ich halt geil finde, diese frische Bitterkeit von dem Rucola. Also das, ist wirklich einfach das ist eine Creme, unter dem praktisch die Scheibe, sage ich jetzt mal, oder das runde vom gebeizte Saibling darunter liegt. Das heißt auch eine direkte Verbindung mit dem Saiblingsfleisch. Und ich fand das von der Textur her sehr schön und gleichzeitig von dieser grünen Würze vom Rucola. Also das finde ich ziemlich... seitdem wir den Saibling drauf haben, sind schon einige Saiblinge, die wir gängig gemacht haben, finde ich, dass das ist eigentlich mit der Beste ist. Ja, Muskatblüte, das ist schon eine gewisse Würze, die natürlich an Muskatnuss erinnert, aber ein bisschen leichter ist, sag ich mal. Genau. Also musst du die muss wahrscheinlich extrem gut dosiert werden von der Menge, ne? Weil es dann auch sehr schnell sehr viel werden kann. Du musst die Muskatblüte unterstützen. Das ist nur, wenn du nur so eine Muskatblüte jetzt irgendwo ausziehst, denkst du, was ist denn jetzt das für ein Also scheiß auf gut Deutsch. Also das ist eigentlich kein, es ist eher so, wie schmeckt wie so ein Laprika-Tee, irgendwie sowas. Hat also nichts mit geschmacklich eigentlich nichts mit dieser Muskatnuss zu tun. Du musst also wirklich ganz auch mit dieser Muskatblüte musst du auch pulverisieren, damit du einfach mal mehr Dosis rausbekommst. Mhm. Und dann ist es auch wichtig, nicht nur wegen der Farbe, dass Kurkuma mit dabei ist. Ich finde diesen Kurkuma extremst wichtig. Der unterstützt einfach mal diese Frische und dann kannst du auch mit Muskatnuss nochmal helfen. Und das sind so Komponenten. Basis ist natürlich ein Fischfond vom Saibling. Und das ist das gibt so eine gewisse Dichte und wirklich so was Blumiges. Also wo du einfach mal als Gast merkst, dass dieses einfach mal Blumiges, so was Muskatblüte. Ja. Wo ist ja selber keine Blüte, ist ja mehr die Schale von der Nuss.
Aber das ist extrem, also es ist wirklich eine Grammdosierung. Genau, ja. Also das merkt man auch, weil es war genau an der Schwelle, dass man es gut wahrnimmt und auch, auch präsent ist, genau. Aber nicht zu dominant ja. wird, vor allem dann über die Menge von den, weiß ich nicht, wie viel Gabeln, ja. Das sind vielleicht 10, 12, keine ja. Ahnung, so ungefähr um den Dreh rum dürfte es vielleicht sein von dem Gericht, dass es dann nicht zu penetrant wird über die Strecke auch, die man genau. das Gericht isst. Ne? Genau. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Gang, aber es geht noch mit den Fisch- und Seafood-Gerichten insgesamt weiter, die ich gestern alle drei sehr, sehr schön fand, nämlich der Langostino mit Aubergine, Wassermelone und Estragon. Der Estragon ist sicherlich ähnlich wie die Muskatblüte vorher, ein ganz bestimmendes Element, denn das ist eine Soße, eine Estragon-Soße. Ne? Ja, das ist, ich finde Estragon, genauso wie Koriander, ja. das sind schöne Kräuter, aber du musst echt extremst aufpassen, du musst sie also einbinden auf jeden Fall, weil die halt sofort präsent ist und man muss auch ein bisschen so psychisch einfach mal rangehen, weil natürlich der Gast mit Estragon natürlich gleich einfach auch diesen Estragon auch so dieses Seifigkeit verbindet. Das ist ja. ganz normal eigentlich irgendwie. Wenn du auf dem Estragonblatt drauf beißt, dann ist es sehr mentholisch und geht schon fast in so eine, ja, bisschen zu bisschen. Und deswegen muss diese Estragon-Geschichte eingebunden werden. Da hilft uns auch die Süße von dem Langostino, da machen wir so eine Langostino-Fond draus. Mhm. Wenig Röstaromen. Mhm. Wir haben festgestellt, ja. dass Rösten mit Langostino und Estragon, das wird extremst bitter, das ja. wird pelzig. Ja. Und also wirklich nur so ein reduzierter Langostino-Fond und dann wird es dann mit Estragon, wir machen so eine Art Eis, so ein Estragon-Eis draus und das wird dann eigentlich reingemixt. Also du hast also einen cremigen Estragon und da bindet sich das einfach mal sehr, sehr gut ein. Und du hast, damit kannst du es auch ja. dosieren. Damit kannst genau, auch dosieren. Du hast von der Soße auch einen Klecks, der ein bisschen separiert ist von allen anderen Sachen, von der genau. Melone und von den Auberginen. Im Gegensatz zur Muskatblüte, wo du immer mitnimmst, genau. bei Estragon ist es eben nicht so genau. Genau, und man hat dann das auch nochmal ein schönes Spiel, finde ich, von dem Estragon zu der Melone. Das ist auch ganz, ganz reizvoll. Die Melone ist einfach... Die schaut einfach schon intensiv, aber da steckt wahrscheinlich mehr dahinter, weil es doch relativ intensiver Melonengeschmack ist, genau, also Wassermelonengeschmack genau. ist. Genau, ja. Es gibt, also ich bin auch jemand, der ganz offen ist, auch sagt einfach mal, wenn ich was mit Orangensaft mache, dann kaufe ich mir lieber einen guten Orangensaft, bevor ja. ich frische Orangen auspresse, weil die einfach mal jede Woche anders schmecken ja. und einfach mal... Bei der Wassermelone wollten wir es eigentlich auch probieren, aber das schmeckt leider nicht. Also wir mussten die Wassermelone wirklich entsaften, wir wirklich selber, nehmen den Saft selber her, müssen wirklich jedes Mal schauen, wie wir das mit der Süße auch ein bisschen dosieren, weil wir den einkochen lassen. Weil die Wassermelone definitiv immer ein bisschen anders ist. Klar. Die hat immer so eine andere Phase. Dann ist Chili mit dabei, verschiedene Gewürze noch und da wird einfach mal die Wassermelone, das Ragout eingelegt und die Scheibe, die wird auch komprimiert und wird dann einfach auch nochmal flambiert mit einem Bunsenbrenner. Wobei ich kein großer Freund bin, von alles mit einem Bunsenbrenner zu karamellisieren. Aber in dem Fall finde ich es ziemlich cool. Genau. Und die Estragon-Zubereitungen, Estragon, sag ich schon, Aubergine. Aubergine. Genau, Entschuldigung. Ja. Aubergine haben wir uns mehr mit der Textur gespielt. Ja. Weil wir die Aubergine eigentlich verhältnismäßig klar haben wollten, also wirklich wie man sich so eine Aubergine vorstellt, also einmal so eine cremige Aubergine, die haben wir dann in dieses Röllchen gemacht, das heißt, das ist ein bisschen aufwendig. Du garst die Aubergine und dann streichst du wirklich das Fleisch ab, dann hebst du die Haut auf, die Haut muss auch wirklich weich genug sein. Das Fleisch wird zum guten Püree gemacht und wird dann wieder als Rolle in diese Auberginenscheibe, in diese Auberginenhaut eingerollt. Dann haben wir mit Graupen und auch wieder mit etwas Langostino-Fond und dann sehr, sehr viel gebackenen Auberginenwürfeln. Mhm. Dass wir wirklich diesen gebackenen Auberginenwürfelgeschmack haben, das haben wir als Ragout. Und dann auch nochmal so mit Auberginen knusper, so kleingehackte Auberginen und dann frittiert und Pinienkerne, dass du wirklich auch einen ganz schnöden, einfachen, feinen Auberginen-Chip, also dass du dieses gebackene Auberginengeschmack als Kontext zu diesem
kräuterigen und dieser fruchtigen Wassermelone hast. Das war mir ganz, ganz. Du kannst mit der Aubergine ist ja auch, sage ich mal, empfänglich. Die kannst du ja fruchtig machen. Die kannst du ja also mit der Aubergine kannst du jetzt auch viel Salz anstellen. Aber wir haben uns echt wirklich zurückhalten, wirklich schauen, dass wir wirklich eine klare Aubergine gebacken haben und dann wirklich mit den Texturen nur so ein bisschen spielen, ein bisschen cremig, ein bisschen frittiert. Das war eigentlich wichtig. Ja, und ich finde, wenn man das Gericht isst, und das ist mir noch bei anderen Gerichten auch aufgefallen, du hast das Hauptprodukt natürlich klar an einer Stelle auf dem Teller, logischerweise. Und dann sind die weiteren Zubereitungen so ringsherum. Ja. Und am besten isst man die, war jedenfalls meine Wahrnehmung, so nacheinander und vermischt das gar nicht so stark, sondern dass du dann jemals... Das ist die Möglichkeit. Jeweils das, ja, klar. Aber dann so fand ich es am besten, weil man dann das Hauptprodukt immer in einer gewissen anderen Schattierung und in einem gewissen anderen Aromenzusammenhang setzt und das Gericht viel, viel spannender ist, als wenn man die Sachen miteinander vermischt. Ist das so deine Idee? Ich mach das schon wirklich auf dem Teller wirklich so, dass du die Möglichkeit hast, es zu machen. Mich fragen Gäste, wenn sie dann einfach mal fertig sind mit dem Menü, wie sie es denn hätten essen sollen, manche Sachen. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Also ich würde dem Gast, außer bei unserer Schokoladenkugel zum Schluss, empfehle ich, dass er die im Ganzen nehmen soll, weil sonst gibt es Platz dir auf. Aber ansonsten ist es, soll der Gast es so machen, wie er sich's vorstellt. Und auch ein bisschen lernen in dem Menü, wie ihm das gefällt oder einfach auch das nur so genießen, ja, oder Unbewusstes machen. Aber eigentlich ist es immer schon so, dass du meistens immer diese Soße so ein bisschen in der Mitte hast, das Hauptprodukt dazu von dieser Soße und dann eigentlich irgendwie so eintunken kannst, so ein bisschen wie du willst, dementsprechend auch zusammen essen kannst, aber am meisten, gerade bei diesem Langostino-Gericht, wie du richtig sagst, ist es also wirklich, du nimmst es dir nach und nach so ein bisschen. Ja, weil dann einfach die verschiedenen Schattierungen auch vom Langostino, der kommt dann immer ein bisschen anders zur Geltung und dann hast du es einfach am Vielschicht. Und wenn man es, ich sag mal, klassisch löffelgerichtartig vermischen würde, ist es eigentlich viel zu viel vom Aroma her und der Langostino kommst, gar nicht. Du kommst immer nach, du weißt gar nicht mehr, was da einfach alles hast. Genau. Ja, genau. Und dass die ganzen Feinheiten verschwimmen. Genau. Ja, das ist mir jedenfalls, und das ist mir nämlich auch bei der Seezunge aufgefallen, dass das Prinzip da so ein bisschen ähnlich. Es ist vielleicht nicht ganz so, das haben wir gestern schon gesagt, einfach mal eine ganz so extrem von den Aromen, was ich auch ganz wichtig finde, dass du nicht jedes Gericht im Menü einfach mal topst mit noch extremeren Geschichten, das wäre mir zu anstrengend. Und da ist es eigentlich so, Lieblingsgemüse Einzellieblingsgemüse ist es Sauerkraut oder Kraut? Ich wollte gerade sagen, ich sag's einmal genau, was das Gericht ist. Seezunge, Sauerkraut und rosa Pfeffer. Genau. Das Sauerkraut ist eins, was wir im Herbst eigentlich immer auch gern zum Fisch dazu machen. Und da haben wir so ein Spitzkraut-Püree entworfen, sprich, das hat mein Sous-Chef damals auch entworfen, das hat er echt sehr cool gemacht. Und gesagt, wie gesagt, einfach mal, wir haben das Sauerkraut, das machen wir mit einer Zitronengrasmarinade, was wirklich richtig geil schmeckt. Also das finde ich, das kannst du so essen, da kannst du Bratwurst dazu essen, das ist wirklich ein Sauerkraut, wo du sagst einfach, boah, warum schmeckt dieses Sauerkraut so gut? Und du kommst erst nach, wenn du genau dran denkst, einfach auf dieses Zitronengras, auf dieses Zitronige. Und wir reizen das natürlich aus. Wir haben als Topping natürlich noch so ein bisschen eingelegte Zitrone und ein bisschen Zitronenabrieb, damit das einfach noch ein bisschen ausgereizt wird. Und dann dieses Spitzkrautpüree, das wird karamellisiert und dann einfach erst püriert. Das hat einen richtig schönen Kohlgeschmack, aber diese Süße einfach noch mal vor. Sehr, sehr cremig. Und da dazu den Fisch und diese Soße ist in dem Fall anders, wie zum Beispiel ganz schön einfach mal wie bei der Langostine, wo die Soße sehr cremig ist, sehr, sehr, sehr dominant auch ist diese Soße eher ein Schaum, was wirklich nur hat ganz leicht so jodhaltige Noten, was ich extremst wichtig. Aber dadurch wirkt der Spitzkohl halt extrem gut, kommt stark zur Geltung. Genau. Ich, und diese rosa Beere, mit der musst du halt einfach wirklich auch aufpassen, weil meine Patisseurin einfach in einem Dessert einfach mal auch verarbeitet und da habe ich, jetzt wenn sie angeröstet hat, kam dieser rosa Beerenduft so raus. Und das wollte ich einfach mal in diesem Gericht einfach nur mal haben. Ja, das ist, weil es ist ja kein Pfeffer, sondern es ist wirklich eine Beere. Ja. Und das Säurespiel ist natürlich auch extrem gut gelungen zwischen Zitrone und Sauerkraut. Zwei Säuren, die man auch bedacht wahrscheinlich miteinander kombinieren muss, dass es nicht zu viel wird. Ne? Ja, genau. Ich finde das, wirklich wichtig, dass das Sauerkraut und Zitrone, du musst wirklich aufpassen, sonst übertönst
kannst du wirklich das Sauerkraut auch übertönen. Dann schmeckt es irgendwie nur nach Zitrone mit irgendwelcher, mit irgendeiner Textur. Und, und so, dann, dass die Fermentationsaromen kommen dann mehr zu tragen. Und so war das wirklich ein schönes Säurespiel. Du hast ja da im Grunde Produkte drin, regional, mit, den, mit dem Sauerkraut, dem Spitzkraut, was für die bayerische Küche natürlich steht. Und dann die Seezunge als klassischen Haute Cuisine Seefisch, sage ich mal. Ja. Ist das bewusst die Kombination in dem Gericht, dass du da jetzt nicht sagst, ach, man könnte ja auch einen schönen Süßwasserfisch, was ich vielleicht einen Zander nehmen oder so? Ich lasse mir da die Freiheit, immer zu sagen, einfach mal, wenn das, wenn es, wie es gerade passt, vom, von der Jahreszeit her und wie es auch gerade passt, vom, was ich finde, was dazu gut passen würde. Okay. Das ist so, das ist, muss jetzt nicht unbedingt militant regional sein. Mhm. Nee, ich hatte jetzt gedacht, gerade in dem Gericht, das ist natürlich auch von der Mischung aus einem, einem nicht regionalen Produkt und der Regionalität natürlich so eine, also auch vom, also, liest sich von der Karte und da habe ich natürlich schon sehr, sehr schön als. Wie ich aber schon gesagt habe, einfach ist in dem Gericht, wie gesagt, dieses Jodhaltige, das kriegst du einfach nur aus diesem Meeresfisch raus oder sprich einfach aus diesem, aus, in dem Fall einfach dieser Soße. Das, das ist, finde ich, einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass das mit dabei ist. Da wird es eleganter. Ja. Ja, also ich denke mal, durch die drei Gerichte ist zumindest drei Sachen sind deutlich geworden, was wir gerade besprochen haben mit der Kombinationsgeschichte, wie man es für meine Wahrnehmung, für deine Wahrnehmung offensichtlich ja auch am besten das meiste aus dem Gericht rausholt geschmacklich und diese Kombination aus Regionalität und den Gerichten, die man von woanders her bekommt. Und was ich, was mir auch gefällt oder gut gefallen hat, man hat das Gefühl, so eine gewisse Gelassenheit in den Gerichten zu schmecken. Es wirkte ausdrucksstark, aber nicht zu druckvoll oder zu viel gewollt, wie es manchmal ist. Das, ich sag das jetzt mal so, ist das, würdest du das jetzt auf deine jahrzehntelange Erfahrung schieben oder ist das, naja. Alles gut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Also es ist, du machst ja immer Entwicklung durch als Mensch im Führungsstil, im deinem Beruf und im Kochen und bist älter hast, sei es mal, das Wichtigste in meiner Welt ist meine Familie. Und das, dann kommen andere Sachen dann wirklich auch erstmal auch an zweiter Stelle wie der Beruf, auch wenn man es, sei jetzt mal von den Stunden her bestimmt jetzt nicht so darstellt, aber trotzdem ist es dann, wirst du dann schon einfach mal manche Sachen vielleicht nicht gelassener, aber auch vielleicht, ich sage jetzt mal direkter und vielleicht auch, wo du sagst einfach mal, das bin ich jetzt einfach auch und das ist so meins. Genauso wie das meine Kinder sind und meine Frau und wo ich dazu stehe und wo das einfach mal auch so ist und das ist vielleicht in den Gerichten dann auch mal so, wo du sagst einfach mal, das mache ich jetzt auch so und das ist mir dann auch wichtig, dass es so ist und auch was ich finde, weil ich ja schon ein bisschen länger dabei bin. Zum Beispiel früher, weiß ich noch, wie wir Koch gelernt haben, wo ich auch im Tantras war, da gab es ja eigentlich, außer in der Patisserie, gab es ja eigentlich gar keine Rezepte. Mhm. Also du hast ja eigentlich dir das nur so ein bisschen grob geschrieben, aber da gab es jetzt nicht irgendwie 10 Gramm sowieso, 4,5 Gramm das und das, 2 Gramm das und das, so wie du es jetzt machst. Und das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die ich auch erstmal durchmachen musste. Mhm. Also das ist auch so eine Sache. Also heute ist auch alles bei dir rezeptiert. Alles. Ja. Also es gibt alles rezeptiert, alles fotografiert. Mhm. Das ist, geht, glaube ich, gar nicht mehr anders, weil du auch gar nicht diese Komplexität der Gerichte. Und ich glaube auch, dass das auch so eine Entwicklung ist und wo du dann auch irgendwann mal dann so mal an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt verstanden, dass ich das so machen muss, weil so kriegst du auch diesen Erfolg und so stellst du auch sicher, dass es immer so ist. Aber dann auch mal weißt einfach mal, Mensch, dann nehme ich auch ein bisschen weniger. Dann muss ich jetzt nicht noch irgendwo ein Scheibchen dazu machen und noch irgendwo ein Tüpfelchen, noch irgendwo ein Tüpfelchen. Das ist, glaube ich, auch diese Gelassenheit, die dann einfach mal dann auch irgendwann mal dazu kommt, ja. Wie ist die bei dir, ist das nach und nach gekommen oder hatte das jetzt auch mit verschiedenen Prozessen zu tun, diese Gelassenheit, dass man sie auch schmeckt? Das ist eigentlich auf den Punkt, den ich hinaus wollte. Nimmst du das selber wahr? Merkst du das über das Feedback oder ist es? Du kannst nur gelassen werden, wenn du auch ein Team hast, was dich auch lässt. Also du musst das Team natürlich formen, da bist du natürlich schon auch dafür zuständig, aber du brauchst natürlich die Leute, die da zustehen. Wenn ich da jetzt einfach mal gerade meinen Sous-Chef oder meine Restaurantleiterin, die Marianne Wiedemann und so, das sind halt einfach so Leute, die stehen einfach mal hundertprozentig hinter dem, was du machst und was sie auch machen und geben dir auch
werden auch nicht müde und geben dir auch immer gern Feedback, einfach mal, wenn es nicht passt. Also wenn einfach mal irgendwas nicht stimmt oder irgend sowas. Also werden auch unangenehm, was ja auch extremst wichtig ist. Mhm. Das ist ja auch wichtig, weil wenn wir da so einen Kuschelkurs machen würden, dann ist es die falsche Gelassenheit. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass du weißt, dann ist es auch wichtig, dass du ein volles Restaurant hast. Also klar. Das ist auch wichtig. Also wenn natürlich keiner kommt, dann kannst du einen Wolf kochen. Das ist auch das habe ich mal erlebt in Berlin. Ich glaube, da habe ich mich verrückt gemacht. Das war auch eine harte Zeit. Und jetzt weißt du einfach, okay, das funktioniert und weißt aber auch, dass das gehört auch dazu, dass es nie selbstverständlich ist. Du musst jeden Tag einfach mal für jeden Gast da sein und aufpassen und wichtig. Und das ist, glaube ich, ist auch das, was dich dann vielleicht in den Gerichten dann einmal gelassen macht. Das ist wichtig, dass du weißt einfach mal, dass sowas nie selbstverständlich ist. Das ist ganz schnell wieder einfach mal, ja. Und du hast natürlich auch, ich meine, gerade sind wir wieder in einer Zeit, wo viele Restaurants wieder leerer sind als in den vergangenen 10 Jahren, sage ich mal, wo man merkt, der ein oder andere geht vielleicht ein bisschen seltener essen als früher. Und du hast natürlich auch in deiner Zeit schon andere Krisen, sei es der 11. September 2002, sei es Finanzkrise 2008, 2009, 2010 erlebt. Corona natürlich, gut, das haben jetzt alle aktiven Köche natürlich mitgemacht, klar. Ja. Aber du weißt, dass es Ups und Downs gibt in dem Bereich. Und du kannst manche Sachen, und ich weiß auch, dass ich manche Sachen beeinflussen kann. Nicht. Und die musst du einfach mal so hinnehmen. Und da das Schlimmste sind die Sachen, das gehört auch zu meiner Mentalität dazu, die ich nicht steuern kann. Ich bin halt einfach mal gerne jemand, der steuert und lenkt und macht. Aber das muss dir klar sein, dass es manche Sachen eigentlich nicht. Aber du, wie gesagt, du musst auch bewusst sein und du musst auch dankbar sein und das schätzt einfach auch, dass dieser Moment, den du jetzt gerade hast, dass es jetzt einfach schön ist, dass es gut ist und sich auf das konzentrieren und auch wirklich sagen, jetzt gebe ich heute einfach mal in meiner Situation das Beste, mehr kann ich eh nicht machen. Mhm. Das, glaube ich, das gehört mit dazu. Und dann wird es auch gut. Dann dauert es und auch dranbleiben. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was mir natürlich auch auffällt, wenn ich bei Köchen esse, die schon länger im Geschäft sind, dann merke ich oft, dass das Menü kontinuierlicher und einfach harmonischer sich entwickelt. Und bei jüngeren Köchen habe ich oft das Gefühl, jedes einzelne Gericht ist sehr gut, gar keine Frage. Aber das Menü in der Summe noch nicht. Ich sage immer, das eine ist so die Limousine, wo die dahin gleitet, das andere ist der Sportwagen, der dann mal in den Kurven, wo die Reifen mal ein bisschen quietschen, sage ich mal. Hat sich das bei dir auch so entwickelt, dass du mehr auf den Gesamtzusammenhang, das Menü, den Aufbau heutzutage achtest, als noch vielleicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder so? Ja, ich glaube schon, dass ich vor 3 Jahren wirklich mehr weglassen wollte, also nicht und um mich da wirklich ja auch nochmal pointierter um das zu kümmern, was es wirklich geht, dass du da auch wirklich auch diesen Aufbau auch nochmal genauer schaust, wie passt das und wie ist das. Yep. Was ich angefangen, glaube ich, mal in Berlin, glaube ich, da gab es eine Amis Girl Parade. Ja. Das habe ich jetzt komplett weg. Es gibt 2 Amis Girl und es gibt immer ein Gemüse. Es gibt immer, was mit was Vegetarisches. Ich habe in Berlin angefangen, da gab es 4 verschiedene Desserts. Also 4 Desserts hintereinander plus Petitfour. Das ist jetzt auch, haben wir gestern auch festgestellt. Ein Dessert, bisschen Petitfour, das war's. Und klar könntest du sagen, einfach Mensch, es gibt viele Gäste und es ist auch so, es gibt auch Gäste, die einfach mal gerade die Patisserie einfach noch mal extrem schätzen und das einfach mal auch gerne noch mal mit noch mehr auskosten würden. Aber es kommt ja auch auf das Dessert an. Wenn du jetzt was sehr Reduziertes machst, vielleicht sag mal nur ein Eis mit ein bisschen was drum ringsherum, ist das natürlich eine andere. Dann braucht man auch 2 Desserts vielleicht, weil man was Verschiedenes hat. Bei euch jetzt gestern war es ja ein sehr vielschichtiges und relativ großes Dessert, auch von der Portion her, dass es im Grunde von der Menge war, eigentlich wie 2 Desserts und auch von der Vielfalt auf dem Teller. Ne? Also das ist, glaube ich, noch das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, was wir machen, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass wir wirklich so ein Dessert in 2 Gängen machen. Das ist, wie gesagt, wie du gerade sagst, das könnte man noch vorstellen, aber ansonsten eigentlich wollen wir das eigentlich eher lassen, weil ich finde, das ist auch so eine Sache,
du musst da irgendwie, der Gast muss auch aufnahmebereit sein. Und zwar, klar, wenn du bist jetzt Profi oder die am Tisch gestern waren. Wir gehen viel essen, sagen wir mal so. Und dann genau, muss man halt erfahren. Ihr geht einfach mal ganz anders an die Sachen ran und so. Und so. Aber wenn du wirklich mit deiner Frau einen schönen Abend haben willst, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Leute davon. Das ist die meisten. Oder der Vierertisch, der einfach sich trifft und sich unterhalten möchte, dann ist ihnen das schon wichtig, dass sie einfach mal hier die Oper haben. Mhm. Aber ich glaube einfach mal, wenn man sich dann nicht zu sehr, ich will nicht sagen, den Vordergrund spielen, will ich nicht sagen, man kann sich schon den Vordergrund spielen, aber man sollte schon immer aufpassen, dass die Leute einfach mal nicht überfordert sind. Ja. Darum gibt es bei mir auch immer nie das, du musst jetzt alles essen. Also das würde ich nie verlangen, weil mir ist ein Gast lieber, der am Mittwoch kommt und isst nur 5 Gänge, anstatt dass er sagt einfach mal, boah, jetzt muss ich zum Kellermann wieder, ach nee, das sind dann 12 Gänge, das ist mir zu viel. Ist ja gerade auch hier im Hotel, wo die Leute vielleicht auch mal mehr als 1-2 Tage sind, genau. Auch nicht ganz verkehrt, dass vielleicht 2-mal vorbeikommen, die eine Hälfte und die andere Hälfte vom Menü essen können. Genau. Ja. Bist du jemand, der ständig neue Einflüsse aufnimmt, entwickelt, oder schottest du dich da so ein bisschen ab, was so kommt von, klar, von Mitarbeitern, die wechseln, die bringen auch neue Dinge mit rein, aber es gibt ja auch Lieferanten und generell, du gehst selber irgendwo hin, essen oder bist im Urlaub unterwegs, man ist woanders, nimmt neue Ideen irgendwo mit, sieht irgendwas, was man interessant findet. Das ist eine ganz interessante, gehst du damit um? Ja. Das ist eine ganz interessante Frage, das ist mir eigentlich erstmal so aufgefallen, letzten Jahr, ich habe letztes Jahr ein Kochbuch gemacht, das ist letztes Jahr rausgekommen und das ist ganz, wenn du so ein Kochbuch machst und hast es fertig, dann denkst du, Mensch, eigentlich könntest du da wieder was rauskochen, was echt super schön ist und super gut schmeckt und einfach mal. Also Gerichte, die schon älter sind sozusagen. Nee, die haben ja wirklich teilweise in diesem Jahr, also wir haben ein Jahr dieses Kochbuch produziert. Und das waren die Gerichte aus diesem Jahr dann? Genau, genau. Und in 4 Jahreszeiten klassisch aufgeteilt, dass man wirklich diese Gerichte in diesem Jahr. Und dann denkst du, Mensch, eigentlich, klar, könntest du es mal wieder machen. Gut, die Bouillabaisse, machen wir immer noch. Aber ich sag, da gibt es noch mehr Sachen. Und deswegen bin ich momentan so ein bisschen so hin und her gerissen. Ab und zu denke ich mal, hey, jetzt müssen wir wieder was Neues, müssen wir wieder schauen, was Neues. Also wirklich schon einfach mal welche Impulse. Also da bin ich schon ein bisschen dran. Also ich habe Gott sei Dank auch ein Team, die das einfach mal auch gern neue Impulse. Andererseits bin ich auch so, wo ich sage einfach mal, hey, lass uns doch mal auch aus diesem Gericht dann nochmal das anschauen. Vielleicht können wir dann den Aufbau vielleicht irgendwie anders machen, weil es war so eine geile Kombination, die ist super. Und da habe ich auch gerade letztens wieder mit meinem Sous-Chef, mit meiner Patissierin darüber gesprochen, dass wir das einfach mal wieder auch so ein bisschen machen. Und die waren auch der Meinung, dass das auch wieder so, dass man sich wirklich da wieder was rausnimmt, was echt wirklich schöne Kombination ist. Und du kannst ja teilweise auch, das hat mein Chef Hans Haas oder auch der Eckhard Witzigmann gesagt, du kannst die Natur ja nicht neu erfinden. Du kannst sie einfach mal vielleicht anders verstehen, aber neu erfinden, da ist nicht viel. Ja. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, das wieder unter einem anderen Einblick sehen, ein bisschen weiterentwickeln, dann bleibt es natürlich auch ein bisschen so in der Handschrift auch weiter. Und wir hatten einen Gast im Netz gesagt und das fand ich ganz cool. Ich glaube, der war beim Wasma in der Schweiz essen. Memories ist unser Gummiclub-Abend im nächsten Monat, Anfang Mai. Und dann liebe Grüße. und dann, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig rüberbringe, aber ich meine einfach mal, da gibt es auch noch Sättigungsbeilagen. Ja. Und das finde ich auch irgendwie einen interessanten Aspekt, weil es sei jetzt mal dieses, ein Knödel, ein Spätzle und mit Soße, das hört sich vielleicht doof an, aber es ist vielleicht sehr einfach gestrickt, aber es ist genauso wie eine gute Suppe. Also ich finde, dass ich bin immer noch dran, einfach mal, dass wir noch, außer der Bouillabaisse, also wirklich noch die Suppe auch wirklich mehr ins Zentrum bringen. Also das ist so ein bisschen so eine Vision, dass wir wirklich einen Suppengang fest bei uns installiert haben, weil ich finde, Suppe, das finde ich, ist ein eigenes Universum eigentlich. Eine Suppe, die löffelst du hast auf diesen Löffel normalerweise alles drauf. Da gibt es auch eine richtige Suppe. Ja. Das finde ich eigentlich schon irgendwie cool. Ja. Und dein Klassiker Bouillabaisse, wie die genau zubereitet wird, hast du ja mit Hannes in der Folge 10 ausführlich besprochen. Aber die ist ja jetzt auch ein bisschen verändert mit dem eher Sashimi-artigen Fisch. Also, da habe ich wirkt es ein bisschen moderner und ein bisschen, bisschen eleganter von der Dinge. Aber auch da haben wir ja gestern kurz gesprochen, eigentlich solltest du eigentlich dich wirklich mehr um die Suppe kümmern. Also warum? Die ist unverändert geblieben, aber dadurch sieht man das natürlich trotzdem nochmal, als wenn man die immer wieder isst, immer wieder auch im neuen Zusammenhang. Und das finde ich, ist ja wichtig bei Klassikern, auch dass die ein bisschen vielleicht angepasst werden, um halt auch nicht zu veralten. Genau. Und das halt bleiben, was sie im Kern sind. Das würde ich jedenfalls so. Ja, definitiv. So sehen, ne? Ja, das ist das genau, was natürlich eine große klassische Küche oder einen großen
jemand, der da lang... Oh Gott. mein Notpad hier, fliegt durch die Luft. Ja, also jemanden ausmacht, der schon lange dabei ist und wo man sieht, wo man die ganze Erfahrung auf dem Teller schmeckt. Und das war gestern der Fall und das war super, ohne dass man das Gefühl hatte, dass es irgendwo in der Zeit stehen geblieben ist. Und das ist eigentlich, finde ich, extrem, extrem wichtig. Finde ich auch. Also ich finde, dass das soll es auch sein. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Sachen vor und da sind wir mal gespannt, wie es dann weitergeht. Und wenn ich mal wieder hier bin oder mit dem Gourmet-Club wieder hier sind, gucken, was dann passiert. Thomas Kellermann, vielen Dank für die Einblicke und die Einschätzungen. Und ja, wir waren gerne zu Gast hier. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn es nochmal die Möglichkeit gibt, bestimmt. Und auch, ich freue mich natürlich auf den nächsten Gast in unserem Podcast. In 2 Wochen kommt nämlich dann die nächste Folge in etwa. Bis dahin könnt ihr natürlich in den alten Folgen stöbern, zum Beispiel in der Folge 10. Eben, wo es mehr zu Bouillabaisse gibt. Oder den Podcast abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.